Unterschiedliche Basen, die haben was ganz Schönes an sich. Wenn die den gleichen Exponenten haben, so steht es in der Definition, um Gottes Willen nicht merken. Machen wir ein einfaches Beispiel. Mit Zahlen, mit einfachen Zahlen, aber vorsichtig, wenn es geht, immer unterschiedliche. Nicht immer 2 hoch 2 mal 3 hoch 2, das wäre ein bisschen zu billig. Also nehmen wir 3 hoch 4 mal 5 hoch 4. Wenn ich das aufdriesele, kann ich doch sagen, dass 3 hoch 4, 3 mal 3 mal 3 mal 3 und jetzt 5 mal 5 mal 5 mal 5. Ist logisch. Das ist das Malzeichen hier dazwischen. Wie soll ich denn das zusammenfassen? Könnte ich höchstens so machen, indem ich sage, erstes Pärchen 3 mal 5, nächstes Pärchen mal 3 mal 5 und so weiter und so fort. Ich kann also sagen, das hier ist 15 mal 15 mal 15 mal 15 hoch 4. Logisch? Also das heißt, 3 mal 5 mal 3 mal 5 mal 3 mal 5 mal 3 mal 5 ist, nee, wieder schwarz, ist 15 hoch 4. Und wenn ich mir das so hinschreibe und mir mal durch so einfaches kurzes Hinschreiben in 30 Sekunden klar mache, dann weiß ich auch, wie ich mit diesem Ding umzugehen habe. Dann ist das 3 mal 5 in Klammern hoch 4. Da gibt es dann ganz schicke Möglichkeiten. Wie gesagt, als Programmierer braucht man so einen Kram, weil 3 mal 5 ist leicht zu rechnen für einen Computer und dann alles hoch 4 ist immer noch relativ leicht. Das ist hoch 2 hoch 2, aber dazu später. Das Gleiche, das ist im Prinzip das Gleiche, wenn ich dran denke, dass ich ja gleichen Exponenten habe, dann könnte ich mir auch noch Folgendes sagen. Das könnte ich mir jetzt auch in Zahlen klar machen. Beispiel 100 hoch, 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 100 hoch 1,5 geteilt durch 25 hoch 1,5. Probieren wir das mal aus. Die Wurzel aus 100, ne? Der einfache Wurzel aus 100 ist 10. Wir wollen mal wissen, was zum Schluss bei rauskommt. Hier aus der Wurzel ist 5. Das heißt also 10 durch 5, es muss 2 rauskommen dann. Probieren wir es mal anders. 100 geteilt durch 25 und daraus die normale Wurzel. 100 durch 25 ist nichts weiter als 4 hoch 1,5. Und 4 hoch 1,5 ist wieder 2. Das funktioniert also. So kann man sich klar machen, dass man das als gemeinsamen Bruch bezeichnen kann, dann kürzen kann sogar da drin oder gleich 100 durch 25 ausrechnen kann, was ja auch nichts anderes ist als kürzen. Und man braucht dann bloß noch einen Exponenten zu nehmen. Machen wir dazu mal eine Übung. Und zwar 3 hoch 7 durch 3 hoch 7 durch, das macht schon fast keinen Spaß. Durch 6 hoch 7. Vereinzelt das mal. Macht das mal so, nicht vereinzelt. Macht mal daraus eine ganz leichte Zahl, ein ganz leichtes Ergebnis. 5 hoch 1,5 geteilt durch, nehmen wir noch eine hässliche Zahl. Ich mache mal Pause in der Zeit, bis mir was eingefallen ist. Jetzt eine Übung dazu, also fasst das mal so weit zusammen und macht mal daraus so einfache Zahlen und Ergebnisse wie möglich. 3 hoch 7 durch 6 hoch 7, 5 hoch 1,5 durch 20 hoch 1,5, ich kann auch die Wurzel sagen, oder die dritte Wurzel aus 32 geteilt durch 4 hoch 1 Drittel, beziehungsweise 1200 hoch 2 geteilt durch 1000 hoch 2. Macht mal was draus. Wir haben die Ergebnisse. Wie komme ich da drauf? Das in Klammern, also 3 Sechstel kann ich als 1,5 hoch 7 darstellen. Hier unten steht 2 hoch 7, oben steht 1 hoch 7, bisschen beherrschen, bisschen zusammenreißen. Das heißt 2 mal 2 mal 2 mal und zwar das 128, das geht schnell. Hier kürze ich vorher, 5 Zwanzigstel ist 1 Viertel, daraus die Wurzel ist 1,5. Hier sieht man, dass die dritte Wurzel und etwas hoch 1 Drittel das gleiche ist. Ich kann also sagen, 32 Viertel ist 8 hoch 1 Drittel in diesem Fall. 8 hoch 1 Drittel, ich kann auch sagen, die dritte Wurzel aus 8 ist 2. Hier habe ich schnell mal alles in
eine gemeinsame Klammer und in eine gemeinsame Potenz geschrieben. Und 1200 durch 1000 ist 1,2, das hoch 2, 12 mal 12 ist 144, also 1,44. Gibt es noch Fragen bis dahin? Wenn nicht, dann schließen wir das Video ab mit einem freundlichen.